Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum mit dem Mark. Jo, immer noch. Immer noch, ja. Immer noch die zweite Aufnahmesession. Und wir stehen vor einem Problem. Wir haben hier super schön gecuttet und wissen jetzt nicht genau, was wir machen müssen. Wir müssen wahrscheinlich genau da rein. Ich weiß es nicht. Müssen wir da rein oder müssen wir nicht da rein? Also wir haben 2 Minuten, das weiß Scheiße. Ich probiere es jetzt einfach mal. Also Rennen wäre, glaube ich, jetzt ganz gut angebracht, oder? Ja, doch, doch. Da unten kommen wir schon mal nicht durch. Ich meine, wir müssen jetzt. Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich muss sagen, mir wird jetzt schon langweilig. Ich habe eine Idee. Vielleicht sollte ich einfach auf den Knopf drücken und. Ja, wäre. Nur ein Scherz. Das habe ich vorhin schon gesehen gehabt. Komm, 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 komm. Zeit tickt. Alter, Verdammt. geh da rein, du Fettsack. Scheiße, wo lang? So. Na toll, fail. Direkt erstmal Ja. verkehrt gehen. Oh Mann! Hä, wo müssen wir denn lang? Da links. Alter. Hä? Ja, es geht runter. Mit dem Batgirl. Den Kronleuchter. Ja. Nee, da unten an der Spitze. Ich glaube mit dem Battering. Nee, war schon mit dem Batgirl, den einmal an sich gehabt. Weiter runter. Hängt an einem Seil. Also hängt an einem Seil. Also muss man das Seil wahrscheinlich kappen können. Ich bin auch ziemlich sicher, dass die 1,30 von drin Nur sind. noch 30 Sekunden. Ich hoffe, die Rennerei hat ein schönes Kostüm nicht ruiniert. Wieso hast du keine Abklingzeit? Hab ich doch. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Das werden wir gleich nochmal machen, das müssen wir stimmen. Ja, ich glaube auch. Das ist doch gemein, wenn man nicht weiß, was man machen muss. So ist das Spiel. Hat das jetzt gemacht oder nicht? What the fuck? Geh mal gucken. Oh mein Gott. Was? Ja, die leben da noch. Hey. Da ganz oben kann man aber nicht hin. Mach nochmal den Fernschall-Battering. Ja, vielleicht muss ich da doch lang. Also bringt das ja nichts. Oh, da ist nichts. Oh Oh. mein Gott. Tja, sorry Leute. Und hier geht's bestimmt nicht weiter. Doch. Way too easy. Alter, sind wir blind. Du spielst. Das hättest du genauso sehen können. Ich guck so überhaupt nicht nur. Oh Gott. Und dann ja. So, da das eh nur eine Verarsche war. Und er bestimmt auch runtergezählt hätte, wenn wir da ganz unten gewesen wären. Klar, du lernst mal kurz auf so ein kleines Stückchen. Ja, alles geplant. Da steht was drauf, guck mal. Do not open before what? Ein Nicht Scherz. vor dem 1. April öffnen. Ja. Hammer. Danke, Batman. Sind Sie alle weg? Ja, Sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen. Als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kamen hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Befreie die Geiseln. Cool, Ziel erreicht, obwohl er runtergezählt hat.
Der Joker verarscht einfach alle. Hart. Okay, da hat sich dadurch jetzt alles ausgeschaltet. Okay, doch einfach hier rum. Na. Gut, weiter geht's. Die Frage ist nur, wo? Ja, da nicht. Villa. Wir müssen diese Forschungsnotizen finden. Und wir sind doch eine Arkham Villa, oder nicht? Ja. Wo könnten die denn sein? Sind die da vielleicht irgendwo? Ich würde sagen, wir gehen nochmal in den ersten Raum, oder? Ja, es könnte auch gut möglich sein, dass sie da sind, ja. Weil hier sind sie definitiv nicht. Ich finde das ein bisschen witzig, war noch so ein Zeittimer. Wenn ihr was schaffen soll. Also quasi, man soll die finden, bevor die die finden, aber man hat keinen Zeittimer. Ja. Guck mal da. Leck. Cool. Warum auch nicht. In der gesamten Villa. Grüner Trophäe. Lass da nicht Notizen. Das hast du gefunden? Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Mir lief nur die Zeit weg. Okay, lang können wir hier nicht. Da gab es nur die Riddler-Trophäe. Da müssen wir wieder raus, ne? Ja. So. Was ist jetzt schon wieder los? Ich habe keine Ahnung. Okay. Was ist hier los? Hey, das ist schon gespeichert, während du welche verprügelst. Ja. So ist das halt. Da oben waren wir noch nicht, ne? Mm-mm. Ich will das Rätsel auflösen irgendwie. Was für Sinn machen, dass der das ist oder nicht? Eigentlich schon. Wieso immer? Rechts ist die Karte. Keine Ahnung. Da kann man auf jeden Fall rein. Noch ein bisschen. Ja. Sehr gut. Ja, wir sollten runtergehen. Okay. Na, gewisse. Ja, voll also, da vorne ist noch eins, das meinte ich. Ich meine jetzt hier einfach? Nee. Das war irgendwie sinnlos, oder? Ist hier denn wenigstens eine Tonspur oder so? Nö. Nur für das Gebiss oder wie? Ja. Okay. Da links noch eins. Wo? Rechts daneben. Ja. Ja, schiebt das Gitter mal weg, ne? Ich weiß nicht, wie man, ob man die so finden soll, oder? Da wollte ich eigentlich gar nicht hoch. Beschwer dich vor dem Spiel. Da kannst du nicht durch. Da oben rein. Drauf, man. Kann man aber irgendwie nicht, ne? Ja. Vielleicht von da jetzt. Und auf den Typen kann man auch nicht nehmen. Da ist eine Tür. Ja, die Tür habe ich schon gesehen. Da ist ein Gitter. Wunderbar. Turmband nehmen, ja. Mal gucken, von wem ist das? Harley vielleicht? Zusammenbruch erlitten. Ich glaube, er wurde durch den Verlust von Frauen und Kindern herbeigeführt.
ihm angetan. Alles klar. Hat Scarecrow jetzt einen Patienten untersucht? Irgendwie schon, ne? Ja. So habe ich das verstanden. Hier haben wir noch eine Biografie. Der Pinguin. Aha, die habe ich bestimmt freigeschaltet, als ich gerade die Stöcke da... Ja. Boah, der ist so hässlich, ne? Voll der Fettsack. Ein hässlicher Fettsack. Wie kann man das mit dem Pinguin vergleichen? Er hat sich selber den Namen gegeben. Hat er? Ja. Okay. Weil er ein Zwerg ist. Es gibt aber noch kleinere Geschöpfe als ein Pinguin. Ja, komm schon, was hat dich gut an? Maus oder Pinguin? Ratte würde besser zu ihm passen. Ja, okay, aber er ist eine ziemlich fette Ratte. Lass mich hoch? Nein. Okay, bin ich von hinten direkt an. Ich mache keine Witze. Wo ist sie hin? Du kommst hier nicht raus, das weißt du. Jawohl. Erstmal ersticken im Detective-Modus. Ja. Was soll diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Die heißen irgendwie anders, aber egal. Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Wenn er zu schwach wird, geht der Alarm los und das Rettungsteam stürzt rein. Meine Crew könnte das auch erledigen. Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel. Sie wären schon da, wenn sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und ihnen sagen, dass du kommst. Upgrade für Veteran verfügbar. Alles klar, und hier liegt eine Waffe. Oh, was ist hier denn? Da ist nichts. Da ist dann bestimmt auch nichts. Einfach mal scannen. Da kommst du her. Ja. Alles klar, dann müssen wir da wahrscheinlich einfach nochmal weitergehen. Ups. Cash ist im Raum nebenan. Klingt, als ob er verprügelt wird. Du hilfst ihm besser. Warum die helfen nicht selber? Darum. Sie bleiben hier. Ah, eine Wand. Sicherheitstür. Das müssen wir uns mal merken. Vielleicht sind da ja die Notizen drin. Ja, würde ich auch sagen. Aber erstmal retten wir unseren Cash. Ja, damit wir Geld kriegen. Da brauchst du von mehr als das. Warum machst du? Hol Joker ans Funkgerät. Sag ihm, dass er nichts sagt. Ah. Yeah, man. Was machst du da? Ah! Geil. Geil. Ja, erstmal gucken, wie viele es sind. 5 bewaffnete Gegner sind. Kennt jemand einen Weg hier raus? Gehen wir nochmal raus, ob du noch eine hochziehen kannst. Lass stehen, wir haben größere Probleme. Findet die Fledermaus! Können die nicht hier rumkommen? Nochmal den da unten. Ah, ne, erstmal den da hinten, der ist ja so völlig allein. Nein, der ist gerade runtergesprungen. Spring hinterher. Wer liest schon dieses Zeug? Warte, ich komm mit dir. Jawohl. Total lautlos, ne? So ein Schlag. Wo sind die anderen gerade? Wer andere ist da gerade? Oh, das ist ein Gitter. Seid ihr blind? Seht auf den Boden! Da unten ist was und das gefällt mir nicht! Ihr habt den Boss gehört. Oh ja, oh ja, da ist einer. Komm schon. Hey, geh von mir runter! Schade. Von mir runter, wir haben ihn gerettet, mehr oder weniger. Also wir haben ihn festgehalten, nur dass er nicht runterfällt. Er ist schon dämlich, er will sterben.
Er sagt quasi, lass mich fallen. Oh, jetzt sind sie schon panisch. Jetzt schießen sie schon rum, ohne zu wissen, wo ich bin. Jetzt haben sie schon Angst. Achso, einer, dann will ich erstmal snappen. Kann ich den mal wohl von da oben? Warum passiert das gerade mir? Was hab ich verbrochen? Nee, ne? So. Da sind sie wieder aufgetan. Ich will den Obern einfach wegsnacken. Guck mal, der guckt mich doch schon quasi fast an. Ich hab sie einfach tot sind. Was zum? Panisch, ich will weg, ich will weg. Aua, aua. Er bewegt sich über uns in der Luft, er könnte von überall kommen. Ja, da haben sie vollkommen recht. Da könnten wir überall kommen. Jetzt habe ich doch ein bisschen Leben verloren. Ich habe gehofft, ich könnte es vielleicht mal schaffen, ohne ein bisschen Leben zu verlieren. Ist leider nicht der Fall. Wir haben Lebensupgrade. Ach, das ist die Rüstung, die wir gekriegt haben. Wir hatten vorhin in den diesen. Ja, ja. Zwei Viertel oder was? Hälfte. Zwei Viertel, sag ich. Wenn andere da jetzt weggeht, hole ich mir auf jeden Fall den hier. Würde ich jetzt schon machen, denn das ist voll weit weg. Der hat einfach nur sinnlos geschossen, Marco. Keine Panik. Das ist nicht. Du sagst nichts mehr. Für eine ganze Weile. Ja, so ein bisschen. Aber jetzt beruhigt sich sein Puls auch wieder. Das ist doch schon schön. Wir wollen ihn behalten. So hoher Puls ist nämlich nicht gut. Jawohl. Schön in der Detektivmodus noch. Ja, ich bin gerade fertig geworden und schon schreien sie rum. Ja. Alles wie immer. Hier drüben! Befrei uns! Ja, chill mal in der Basis, Alter. Zaubern können wir auch nicht. Ja. Danke. Wo ist Dr. Young hin? Ich habe ihr geraten, sie soll abhauen. Die Typen haben sie gesucht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich im Büro verstecken. Bewahrt sie da die Unterlagen auf? Vermutlich. Sie wollte unbedingt rein. Ihr Büro ist da drüben. Wann war das? Ich muss ihre Aufzeichnungen finden, bevor sie Joker in die Hände fallen. 20 Minuten, vielleicht mehr. Was ist so wichtig an den Aufzeichnungen? Joker will sie haben. Das macht sie wichtig. Bleiben Sie hier. Ich werde sie finden. Kein Problem. Ich versuch's mit dem Funk. Ich sehe nach, ob jemand da ist. Untersuche Dr. Youngs Büro. Danke für die Position auf der Karte markieren. Nee, ist markiert. Ja, ich würde es ganz sagen, das ist schon immer automatisch. Geradeaus und dann links, okay. Die Hilfe vorhin. Hallo, hallo, bitte antworten Sie doch. bitte antworten Sie. Nein. Kleine Hänge. Hat das Spiel gespeichert. Jetzt links. Ja, super. Der kann man ganz durch. Wollen wir schmerzlich erfahren? Ja. Aber ist das überhaupt richtig? Da, guck mal auf die Karte, ob das richtig ist. Ja. Ja, das ist richtig. Da ist auch ein Lüftungsschacht, oder? Sieht so aus. Probieren wir es mal. Würde ich auch sagen. Wir brauchen Unterstützung. Over. Alles klar. Wurde gerade eben gerettet. Oh, das ist sogar eine Tür. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Lüftungsschacht gewesen. Ich konnte gerade nur irgendwas mit Amadeus lesen. Ist Amadeus verrückt geworden oder ist die oder nur schwindelig? Schon aus
Die Armee von Clans. Immer 10, ne? Ach, immer 2 auf einmal irgendwie. Aha. Das war's jetzt. Alles, alles für nichts oder was? Ah. Nee. Sehr gut. Also da kümmern. Wir durch. Was ist hier? Eine Bilder-Trophäe. Es lohnt sich immer wieder, alles abzulegen. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Danke. Fies. Als ob wir doof wären. Ja. Sie wird sich nicht öffnen. Wartet mal, ich glaube, ich habe. Das hast du vor 10 Minuten gesagt. Du kannst es ihm sagen. Ich werde es nicht tun. Ich krieg's jede Sekunde auf. Verdammt! Du bist ein Idiot. Joker wird nicht glücklich sein und du weißt, was das heißt. Ruhe, sei einfach still. Ich versuch's. Ich jetzt will ich mir noch Feld schon anvisiert. Ach, hast du. Oh. Du wirst bluten. Was hat mich getroffen? Okay. Ich zerlege dich in deine Einzelteile. Der wollte abhauen. So, was soll das? Nee, das gibt's aber nicht. Ja, deine Hand ist schön. Die Schläger versuchten in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Nur weil die nicht reinkommen, hast du nicht, dass wir nicht reinkommen. Was sind doch dumme Idioten. Kann sich doch nicht mit denen jetzt vergleichen. Hat er schon. Ja, das ist ja schlimmer. Hier kann man das echt nicht, ne? Ja. Ist halt schlimm. Okay. Können wir jetzt einfach da durchgehen? Ja. Tür verschlossen. Ja, gibt es irgendein Geheimnis? Zum Beispiel der Lüftungsschacht da oben. Ja, die ganzen Gänge verwirren mich oft. Da kannst du raus. Ja, ich wollte gerade sagen, was macht man? Ah, ich trete auch immer tagsüber so Lüftungsschächte ein. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Mal sehen. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnungen vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt. Detective Mode. Wer sich dann immer verändert, ne? Der Detective Mode auf einmal. Ja. Ist doch cool. Gemacht. Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnungen? Ich hoffe, es klappt. Nur, dass du es weißt. Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden. Sie war voller Marzipan und Kätzchen. Wie ich dachte, das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Alles klar. Wir müssen jetzt also den Fingerabdruck von Dr. Young bis zu den Aufzeichnungen bzw. bis zu ihr folgen. Und das seht ihr alles erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Gönnt euch.